So, ich melde mich auch wieder mal persönlich. Und zwar habe ich ja in meiner Story drinnen gehabt, das Bad Girl Premium Set von Kajunkies. Und wie ihr wisst, ich schwöre ja auf die Produkte und ich habe euch versprochen, ich stelle euch die ein bisschen vor. Und ja, ich habe mein Paket jetzt erhalten, habe auch schon ein Foto gemacht vom kompletten Set. Das blende ich eigentlich jetzt nach der Story ein. Und dann werde ich eigentlich die Produkte einzeln einfach ein bisschen. So, ich fange jetzt einfach mal mit dem Produkt an. Das ist der Plastikcleaner. Ich habe den Stöpsel jetzt schon einmal aufgemacht, damit ich mich im Video nicht blamier, weil mit den Fingernägeln tue ich mich da immer ein bisschen schwer mit zusammendrucken. Diesmal haben wir einen Geruch so Bubblegum-mäßig. Also es riecht sehr weiblich, deshalb ja auch Bad Girl Set, aber es riecht auf alle Fälle richtig geil. So, und jetzt zu dem Produkt. Das kann man einfach unterschiedlich verwenden. Und zwar haben wir einmal das Gefäß, da kannst du den Plastikcleaner reintun und dann schäumt das. Also du kannst deinen kompletten Innenraum damit putzen. Oder 0815 Standard Sprühkopf. Man sprüht halt einfach den Innenraum damit ein. Ich verwende das nur in der Flasche drinnen, weil ich persönlich finde einfach den Schaum viel angenehmer. Vor allem jetzt zum Beispiel auf der Armatur. Ich kann den Schaum einfach viel besser verteilen, als wie ich vorher mit dem Sprühkopf rein. Und dann habe ich die halbe Innenraumpflege auf der Frontscheibe drinnen und alles komplett verschmiert. Und ich hasse Scheibenputzen generell, da bin ich einfach richtig untalentiert. Und ja, dann machen wir weiter. Nachdem wir den Innenraum mit dem Plastikcleaner geputzt haben, haben wir ein Dressing dazu. Das ist eigentlich ganz easy. Da tut man einfach ein bisschen was auf eine Schwammerle auf und das ist eigentlich nur nochmal so, um den Innenraum ein bisschen zu versiegeln. Es glänzt schön, es riecht gut. Es schaut halt einfach nachher richtig gepflegt und sauber aus und ja, der riecht gleich wie der Plastikcleaner. Also auch so Bubblegum, sehr feminin. Also Jungs, deshalb ist das Set eher leider nichts für eng. Aber es gibt ein Bad Boys Set. Es wäre ein bisschen komisch, wenn ich das Bad Boys Set vorstellen würde. Also da stelle ich doch lieber die Bad Girls dar. Aber es kannst das zum Beispiel, wenn es Weihnachten noch kein Geschenk habt, eurer Freundin schenken. Also ich persönlich jetzt würde mich richtig drüber freuen. Ich würde mich richtig drüber freuen, weil alle wissen eigentlich, dass ich Autoputzen liebe und das ist eigentlich meine Lieblingsbeschäftigung. Ja, egal, Thema wechseln, machen wir weiter. Wir haben natürlich ein Pinsel auch noch dabei. Da kannst du auch perfekt den Innenraum damit reinigen. So, mein Lieblingsprodukt von dem ganzen Set. Und zwar ist das das Girls Car Scent. Ein Parfüm einfach fürs Auto. Und ich habe es auf meine Fußmatten gesprüht. Vor einer Woche ungefähr. Ich rieche immer noch danach. Also, ich brauche keinen Duftbaum, gar nichts mehr. Einfach mega, richtig geil. Und riecht gleich wie die anderen Produkte. Also auch sehr feminin, bisschen Bubblegum. Also es riecht einfach angenehm. Ich weiß nicht, wie ich es eigentlich sonst beschreiben soll. Es riecht echt. Ich würde es mir eigentlich am liebsten so direkt auf mich sprühen. Nein, das tun wir nicht. Ist für mein Auto. Sei ihm auch gegönnt. Und ja, es wisst ja, mit meinem Code kriegt 10% Rabatt, also Laura 10. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit den Produkten. Achso, und nur was, das habe ich jetzt ganz vergessen. Und zwar ist mir Instagram dafür eigentlich gar nicht mehr verlassen. Es kann direkt auf Insta bleiben. Klickt oben auf mein Profil. Es seht es nachher direkt auf meiner Startseite in Shop. Also, ich habe von Kajunkies in Shop hinzugefügt. Also, kannst du es eigentlich direkt schon auf Instagram loslegen und losshoppen. Und ja, auf alle Fälle wünsche ich euch noch mal ganz einen schönen Sonntag. Und sollte sich der ein oder andere was kaufen, ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn es mein Set kauft. Es ist ja, ich habe mein eigenes Setup bei Kajunkies. Und an alle, die was sich das kaufen, ich würde mich echt extrem freuen, wenn es mich da markiert. Das war echt richtig geil. Und ja.